Im Interview mit RTL sprach GZSZ-Schauspieler Lars Pape über seine Rolle Michi, was demnächst auf ihn zukommt und welches dunkle Geheimnis er hütet. Für Michi waren die letzten Wochen und Monate bei gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht einfach. Erst die Hochzeit mit Nicole und die Trennung kurz darauf, dann der Unfall von Jonas. Er hat gerade alle Hände voll zu tun, Maren und ihrer Familie zu helfen. Michi geht gerade in seiner neuen Rolle als Mann im Haus richtig auf. Er kümmert sich gemeinsam mit Maren darum, Jonas bei seiner Rückkehr zu einer neuen Normalität so gut es geht zu unterstützen, so Michi-Darsteller Lars Pape im Interview mit RTL. Der Schauspieler verriet auch, wie es mit seiner Rolle weitergeht und welche Peinlichkeit aus Michis Kindheit ihn wieder eingeholt hat. Michi belastet die Peinlichkeit aus seiner Kindheit noch heute. Mit Maren läuft es gerade ziemlich rund, sagte Lars Pape. Natürlich benötigt die Verarbeitung von Jonas' Unfall noch Zeit, aber die Patchwork-Familie ist auf einem guten Weg und die Liebe der beiden wurde dadurch nur stärker. Doch das ist nicht das Einzige, was Michi im Moment beschäftigt. RTL erkundigte sich bei Lars Pape nach dem dunklen Geheimnis seiner Rolle. Dunkles Geheimnis würde ich das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt nennen. So Pape, eher handelt es sich um eine Geschichte, die Michi sehr peinlich ist und die etwas mit seinem eigentlichen Namen Michael zu tun hat. Und er klärte auf, was es mit der Peinlichkeit auf sich hat. Michi hat als kleiner Junge in einem Werbespot für Bonbons mitgewirkt und es so zu einer kleinen Berühmtheit in Haspe gebracht. Das hatte für den kleinen Michi ungeahnte Folgen, so Pape weiter, von seinen Mitschülern. Innen wurde der kleine Michael deswegen etwas belächelt und öfter aufgezogen. Von älteren Damen geliebt und ab und an betätschelt. Und offenbar hat Michi diese Geschichte bis heute nicht ganz verarbeitet. GZSZ. Michi steckt im Freundschaftsdilemma. Pape verriet im Interview auch, wie es mit seiner Rolle weitergehen wird. Neben der Familiengeschichte mit Maren und Jonas wird Michi in einen Gewissenskonflikt geraten. Es geht um den Streit zwischen Tobias und Carlos. Michi steht zwischen den Stühlen. Wer seiner beiden Freunde erzählt die Wahrheit? Wem kann er glauben, Tobias oder Carlos? Trotz der bestehenden Eiszeit zwischen Carlos und Michi, will er die Vorwürfe nicht wahrhaben. Hat Carlos wirklich einen Mord begangen? Doch das ist nicht der einzige Konflikt, mit dem sich Michi auseinandersetzen muss. So Pape. Darüber hinaus bahnt sich langsam eine Geschichte an, die Michi sehr lange mental beschäftigen wird und die mir als Schauspieler eine Menge abverlangen wird. Was ich schon verraten kann, die Seefelds sind diesmal nicht betroffen. Es geht vielmehr in der Story um Verlust und Schuld, die auch eine Freundschaft arg belasten kann und wird. Neben seiner gewohnten Rolle bei GZSZ ist Lars Pape am 11. Februar auch beim RTL American Ice Football zu sehen. Die Show, die von Elton moderiert wird, findet vor 10.000 Zuschauern in der Sub Arena statt. Das Event wird ab 20:15 Uhr im Fernsehen übertragen, bevor in der Nacht zum 12. Februar der Super Bowl live aus Las Vegas zu sehen sein wird.